Hey Jusuf, willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal und heute haben wir das nächste Taktikvideo. Das ist das dritte Taktikvideo, heute wieder vier Formationen, die ich bisher noch nicht besprochen habe. Wir haben die beiden 4-2-3-1 Varianten, das 4-3-1-2 und eine 4-4-2. Wenn es euch gefällt, gerne einen Daumen nach oben da lassen. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie unten in die Kommentare. Ansonsten schreibt mal gerne in die Kommentare, was eure Main-Formation in FC25 ist. Gerne auch ein Abo da lassen, falls noch nicht getan. Und ich würde sagen, wir gehen rein in die erste Taktik. So, wir fangen an mit dem 4-2-3-1. Das war die letzten Jahre immer eine der beliebtesten Formationen und auch immer eine Formation, wo man gesagt hat, wenn man noch nicht weiß, welche Formation man spielen sollte, nimmt das 4-2-3-1 mit den drei ZOMs, weil das ist sehr, sehr balanced gewesen die letzten Jahre. Es war defensiv stark, es war offensiv stark. Defensiv durch die beiden Sechser und dann auch die beiden äußeren ZOMs, die in der Defensive mitgeholfen haben, war es sehr, sehr stabil und in der Offensive war es ebenfalls stark, weil man halt einfach diese vier Spieler vorne hat und eventuell noch ein bisschen Hilfe aus dem Mittelfeld oder über einen Außenverteidiger bekommt. Dieses Jahr hat sich das Ganze ein bisschen geändert aufgrund der neuen Spielerrollen und so weiter und so fort, wie das ganze System halt funktioniert, was auch die Belegung der einzelnen Positionen angeht. Weil ihr seht ja, es sind drei ZOMs und dementsprechend braucht man auch die Spieler dafür und vor allem die äußeren beiden ZOMs, wie beim 4-2-2, was ich letztens in einem meiner Videos vorgestellt habe, ist es so, dass die beiden äußeren ZOMs eher solche Spieler sind, die man auch super auf dem Flügel spielen lassen kann. Also bei mir ist es zum Beispiel Alouvaran und Pulisic sind auch optimale Flügelspieler. Deswegen ist es wichtig, dass man auf diesen ZOM-Positionen nicht klassische Zehner nimmt, weil die unter Umständen nicht das Tempo mit sich bringen, was es für diese Position benötigt. Ich würde sagen, wir gehen rein und gucken uns einfach mal die Taktik an. So, so sieht das Ganze aus in-game. Ihr seht jetzt hier eine Doppel-6 und dann die Dreier-ZOM-Reihe, die definitiv breiter stehen als im Squad-Builder. Ja, die sind wirklich teilweise wie Flügel auf dem Feld unterwegs. Und deswegen ist das, was ich gerade angesprochen habe, sehr, sehr wichtig bei der Formation. Spielaufbaustil habe ich auf Konter. Werdet ihr bei den meisten meiner Formationen sehen. Sehr selten, dass wir es auf Balance haben. Aber wird heute auch vorkommen. Defensiver Ansatz fange ich immer mit 70 an. Auch hier kann man immer rumspielen. Wenn einem 70 zu hoch ist, geht man halt runter auf 50 oder auf 60. Ich fange immer mit 70 an und das ist mein Way to go. Bei all meinen Formationen, wenn ich eine einstelle, ist das der Start. Kommen wir zu den Rollen. Der Stürmer in der Mitte, da kann man halt variieren. Will man auf einen schnellen Stürmer setzen, um halt den Stürmer in die Tiefe zu stecken, dann ist das natürlich machbar. Ich setze hier auf einen Stürmer, der auch in der Luft sehr, sehr stark ist. Ich habe einen Pulisic auf der rechten Seite, der sehr gut Flanken reinschlagen kann. Und setze dementsprechend hier ein bisschen auf die Kopfballstärke von Klose. Kann man variieren. Hier gibt es kein richtig oder falsch. Kommt immer auf die eigene Spielweise auch drauf an. Dahinter haben wir den Zehner auf Motor mit dem Schwerpunkt Bewegungsfreiheit. Dann haben wir den linken ZOM auf Schattensturmprofi und Schwerpunkt Angriff. Und der rechte ZOM auf Halbflügel und Angriff. Theoretisch kann man das Ganze auch hier so spielen, dass man beide auf Halbflügel und Angriff hat. Oder sogar, wenn man es etwas defensiver haben will, beide auf Halbflügel und Balance. Weil dann arbeiten die auch in der Defensive etwas mehr zurück. So sieht das Ganze dann aus mit Halbflügel und Balance. Ich mache es jetzt wieder so, wie ich es hatte. Angriff und Schattensturm. Angriff. So sieht es dann aus. Etwas offensiver und dadurch, dass sie einen Schwerpunkt Angriff haben, arbeiten weniger zurück. Das muss einem bewusst sein. Das heißt, dass wir zwei Spieler weniger gegen den Ball haben. Ich nehme in der Regel immer einen dieser beiden Spieler, wähle sie an und laufe mit denen zurück, damit ich zumindest mit 7 Spielern hinten verteidige. Man muss dazu sagen, dass mein mittlerer ZOM mit Bewegungsfreiheit auch noch ein bisschen mit zurückarbeitet. So habe ich dann 8 Spieler, die in der Defensive mithelfen. Andersrum gedacht, muss man sagen, mit den Taktiken Konter und nach Balleroberung können wir super schnell das Spiel in die gegnerische Hälfte verlagern und einen Gegenangriff starten. Dann auf den beiden ZDMs habe ich auf dem einen Absicherung und Schwerpunkt Verteidigung und auf dem anderen habe ich Absicherung und Schwerpunkt Bewegungsfreiheit. Ich will, dass sich Sissoko ein bisschen mehr bewegt im Aufbauspiel, weil Sissoko ja auch diesen Playstyle Plus hat mit langer Ball und so kann ich dann mit Sissoko, ja, wenn er sich dann ein bisschen bewegt, dann kann ich dann besser anspielen. Er bleibt nicht fix auf einer Position stehen, er läuft sich frei. Und es ist ein sehr, sehr wichtiger Spieler für mich in meinem Aufbau, weil so kann ich dann auch die Spieler mit einem langen Ball in die Tiefe schicken. Ein Beispiel meines Angriffs ist,
Ich spiele den Ball hinten raus. Wenn ich auf der rechten Seite den Ball erobert habe, spiele ich auf Sissoko, dann auf Thuram. Und dann, wenn ich auf Thuram gespielt habe, schicke ich schon meinen Theo Hernandez vor. Der läuft dann in die ganze Grundlinie, in die Tiefe und spiele dann den Ball wieder zurück auf Sissoko, der sich durch Bewegungsfreiheit ganz gut freiläuft und kann dann mit einem langen Ball über die ganze Kette vom Gegner auf meinen Theo Hernandez spielen. Ist ein Beispielspielzug. Dann bei der Viererkette Van Ewijk, Außenverteidiger, Schwerpunkt verteidigen, die beiden Innenverteidiger auf Verteidiger, Profi und Verteidigung, Torhüter, Profi und Verteidigung und der Außenverteidiger auch auf Außenverteidiger und Verteidigung, also der linke Verteidiger. Ich habe es gerade schon gesagt, ich will, dass meine Außenverteidiger nicht von alleine mit nach vorne laufen. Wenn ich sie mit nach vorne nehmen möchte, mache ich das, indem ich sie mit L1 schicke. Finde ich für die defensive Stabilität enorm wichtig. Sonst wird man sehr, sehr schnell ausgekontert und wir alle kennen es, in FC 25 passieren sehr, sehr viele Ballverluste im Aufbauspiel und wenn dann schon meine Außenverteidiger zu weit vor aufgerückt sind, laufe ich automatisch in einen Konter. Deswegen grundsätzlich meine Außenverteidiger immer auf hinten bleiben, es sei denn, ich spiele eine Formation wie zum Beispiel eine Fünferkette oder sowas, was ich ja auch schon mal gezeigt habe, dann können sie auch mal automatisch mit nach vorne gehen. Ansonsten immer Außenverteidiger und Schwerpunkt Verteidigung bei mir. Das ist meine 4-2-3-1 Kompakt. Hier ist der Code. Könnt ihr euch gerne mal kopieren und gerne auch mal probieren. Wie gesagt, ist ganz wichtig, dass ihr die beiden äußeren ZOM-Positionen mit richtigen Spielern dafür belegt. Könnt gerne auch in den Kommentaren fragen, ob der Spieler XY dafür geeignet ist oder nicht. Ich denke, ich werde euch dabei weiterhelfen können oder auch die anderen hier, die das Video gucken, können ebenfalls darauf reagieren und euch in den Kommentaren helfen. So, die zweite Formation, die ich euch vorstellen möchte, ist das 4-3-1-2. Ähnlich zum 4-1-2-1-2, also der engen Raute, was ich hier auch absolut lange als meine Main-Formation gespielt habe. Der Unterschied ist hier, dass der mittlere Mittelfeldspieler nicht ein ZDM ist, sondern ein ZM. Ist ein kleiner Unterschied, aber ist schon ein Unterschied. Vor allem, weil man da eventuell anderes Spielermaterial nehmen kann, um die Rolle zu belegen, die ein Spieler auf ZDM nicht kann. Ja, auf ZDM gibt es zum Beispiel auch kein Box-to-Box. Ein ZDM kann in der Regel deutlich besser die Rolle Absicherung, und ihr seht sie auch schon, die Rolle gilt hier auch wieder für den Spieler in der Mitte. Dennoch ist die Grundpositionierung dieses Spielers etwas anders als in der engen Raute und somit verändert sich so ein bisschen die Statik. Das hier ist deutlich offensiver und deutlich besser auch dafür geeignet, um den Gegenspieler in seiner Hälfte mehr unter Druck zu setzen. So, ihr seht hier auch wieder Spielaufbau, Stil, Konter und defensiver Ansatz hoch, so wie bei meiner anderen Formation auch. Und bei den Profi-Rollen Stoßsturm-Profi auf dem linken Stürmer und Schwerpunkt komplett. Sprich, der geht auch mal ein bisschen nach außen, bleibt nicht nur stur in der Mitte stehen. Ist eigentlich ganz nice, um halt mal ein bisschen nach außen auszuweichen, weil dort haben wir diesmal keine Flügelspieler. Der andere Stürmer auf Stoßsturm-Profi und Angriff, er bleibt dann eher zentral, orientiert sich da. Und in dem Fall habe ich das so gewählt, weil halt Klose mein kopfballstarker Spieler ist. Alovairan geht auf außen, kann eventuell auch meine Flanke auf Klose dann bringen. Und Alovairan kann sich dann auch auf und außen so ein bisschen positionieren, um mit seinem linken Fuß auf die Trivellas zu gehen, die halt sehr, sehr stark mit ihm sind. Der Zehner auf Motor und Schwerpunkt Balance. Dann die drei Mittelfeldspieler. Einer kriegt davon Box-to-Box. Bei mir ist es Thuram. Der andere kriegt Motor und Schwerpunkt Bewegungsfreiheit. Und der mittlere kriegt Absicherung und Schwerpunkt Verteidigen. Wir haben somit eine gute Rollenaufteilung im Mittelfeld, sind aber auch gut gegen Konter durch die Mitte gewappnet. Problem an dieser Formation ist halt, die Flügel sind nicht wirklich besetzt. Dementsprechend etwas anfällig über die Flügel, aber wenn man das weiß, kann man da eigentlich gut gegenarbeiten. Man darf die Spieler aus der Mitte halt nicht zu krass nach außen ziehen, damit halt in der Mitte keine Räume für den Gegner aufploppen, damit er halt nicht in diese Zwischenräume zwischen der Mittelfeldkette und der Abwehrkette kommt. Deswegen immer schön auch mit den Spielern, ja, vor allem mit den äußeren ZMs, in dem Fall Beckham und Thuram, wenn ihr zurücklauft, schön mit dem Gegner mitlaufen, aber nicht zu weit nach außen, dass er dann quasi um euch herum in die Mitte ziehen kann. Die beiden Verteidiger, Innenverteidiger auf Verteidiger, Profi und Schwerpunkt Verteidigung. Und die Außenverteidiger, habe ich ja gerade schon gesagt, bei mir auf Außenverteidiger und Schwerpunkt Verteidigung. Torhüter ebenfalls auf Torhüter Profi mit dem Schwerpunkt Verteidigung. So sieht das Ganze mit Ball aus. Nicht wirklich großer Unterschied zu ohne Ball. Ist halt sehr, sehr zentral ausgelegt. Auch hier kann man drüber reden, eventuell einen Außenverteidiger mit nach vorne zu nehmen. Aber wie gesagt, ich mache das dann,
wenn ich es machen will, indem ich sie mit L1 schicke. Und so habe ich die Kontrolle, wann meine Außenverteidiger mit nach vorne laufen sollen und wann nicht. So, und dann kommen wir zur dritten Formation, das ist das 4-4-2. Ich hatte ganz am Anfang eines meiner ersten FC25-Videos eine Starter-Taktik vorgestellt. Das war ein 4-4-2. Das 4-4-2 hat sich ein bisschen verändert, wie ich es jetzt spielen lasse. Und so sieht das Ganze aus. Und hier haben wir jetzt mal nicht den Spielaufbaustil auf Konter, sondern auf Balance. Defensiver Ansatz bleibt auf 70. Warum nicht auf Konter? Dadurch, dass wir hier LM und RM haben, haben wir nicht diese direkten Kontermöglichkeiten, wie bei zum Beispiel beim 4-2-3-1 mit drei ZOMs, die dann vor allem den Schwerpunkt Angriff haben. Oder halt zum Beispiel beim 4-3-3 Offensiv mit LF und RF. Oder halt jetzt beim 4-3-1-2, wo wir die Mittelstürmer haben und den Zehner, der halt direkt vorne bleibt, um halt einen Konter zu fahren. Deswegen Spielaufbaustil hier auf Balance und ist auch deutlich besser auf dem 4-4-2 geeignet als bei den anderen Formationen. So, bei den Rollen. Wir hatten das gerade auch mit Alouweiler und Klose vertauscht. Ich musste jetzt nochmal umtauschen. Alouweiler soll natürlich auf der linken Seite stehen. Er kriegt falsche 9 und Schwerpunkt Aufbau und Klose kriegt Stoßsturmprofi und Schwerpunkt Angriff. Warum kriegt Alouweiler 9? Er lässt sich dann so ein bisschen fallen und das hat mehrere Vorteile, die sich dadurch ergeben. Wir können zum einen Alouweiler anspielen und wenn er dann sich ein bisschen vom Innenverteidiger gelöst hat und genau in diesem Zwischenraum ist, zwischen Mittelfeldkette und Abwehrkette, haben wir die Möglichkeit, wenn wir den Platz haben, für einen Trivella-Shot. Wir haben die Möglichkeit, ins L1-Dribbling bzw. ins R1-Dribbling zu gehen, um halt dann eventuell auch mit einem Sprintboost zwischen den Innenverteidigern und Außenverteidiger durchzulaufen oder Innenverteidiger und Innenverteidiger durchzulaufen. So können wir das Tempo von Alouweilern sehr, sehr gut nutzen. Und der andere Stürmer, der kriegt als Stoßsturmprofi Angriff. Die beiden Flügelspieler, ja, kriegen Innensturmprofi und Schwerpunkt Balance. Und da ist halt genau das, was ich meinte. Wir gehen hier nicht komplett auf diese Konter. Ja, der Schwerpunkt ist hier nicht bei unseren Flügelspielern auf Angriff, sondern auf Balance, damit sie gegen den Ball wirklich auch wieder diese Position einnehmen und sich dieses 4-4-2 halt auch gegen den Ball bildet. Ja, also diese 2-4er-Kette. Beckham ist hier, by the way, nicht der optimale Spieler für diese Position und für diese Rolle. Der ist jetzt hier gerade drin, weil ich gerade alle meine Spieler verkauft habe und auf ein gefülltes Untrade-Team gehe. Aber hier sollte eigentlich auch ein klassischer Flügelspitzer sein. Im Optimalfall einer, der natürlich Innensturmprofi auch als Rolle mindestens auf Plus hat. Und auf der anderen Seite haben wir nicht einen Innensturmprofi, sondern einen Flügel mit dem Schwerpunkt Balance. Der Grund dafür ist folgender. Ihr seht jetzt hier, wie es aussieht. Wir haben Beasley, der etwas weiter außen steht. Wir haben Alouweiler, der sich ein bisschen fallen lässt. Wir haben Klose, der vorne der Stoßsturmprofi ist und Beckham, der reinzieht. Der Grund ist, warum Beasley hier als Flügel spielt, ist, dadurch, dass wir das Spiel auf der einen Seite breit ziehen, müsst ihr euch vorstellen, dass die gegnerische CPU sich immer so ein bisschen an den Spielern orientiert. Der Rechtsverteidiger in dem Fall von unserem Gegner, der orientiert sich nach Beasley und der steht dann sehr, sehr weit außen. Das führt automatisch dazu, dass die anderen drei Verteidiger, also die beiden Innenverteidiger und der Außenverteidiger auf der anderen Seite, auch verschieben. Und wenn die zu langsam verschieben, ergeben sich Lücken in der Mitte, die man dann bespielen kann. Also dass zum Beispiel dann ein Beckham in dem Fall zwischen Linksverteidiger und linken Innenverteidiger reingehen kann, weil wenn der Linksverteidiger nicht mit schnell genug mit aufdrückt, ist da eine sehr, sehr große Lücke. Und deswegen so ein bisschen diese Asymmetrie, die sehr, sehr gut funktioniert. Dann die beiden Mittelfeldspieler. Der eine kriegt Box-to-Box und Balance und der andere Absicherung und Verteidigung. Und die Viererkette so wie bei allen anderen Formationen. Außenverteidiger mit Schwerpunkt Angriff, Verteidiger Profi mit Schwerpunkt Verteidigung, Torhüter Profi mit Schwerpunkt Verteidigung. Und hier ist der Code für mein 4-4-2. So, und dann kommen wir zur letzten Formation des heutigen Videos. Es ist das 4-2-3-1 in der breiten Variante. Der Unterschied zum anderen 4-2-3-1 ist ganz klar. Der linke Spieler und der rechte Spieler sind hier keine ZOMs, sondern LM und RM. Dementsprechend hat man ja auch andere Rollen, die man auf die Spieler packen kann. Und sie haben natürlich eine deutlich breitere Grundausrichtung und stehen sogar etwas defensiver. Spielaufbaustil dementsprechend hier wieder auf Balance, defensiver Ansatz auf 70. Bei den Rollen haben wir den Stoßsturmprofi wieder mit dem Schwerpunkt Angriff. Dahinter den Spieler als Motor, Schwerpunkt Bewegungsfreiheit. Hier wäre zum Beispiel deutlich, deutlich besser,
einen Alo Weiron auf Außen spielen zu lassen und den Beckham zentral. Beckham kann halt leider kein Z2M. Ja, hier ein klassischer Zehner wäre optimal und auf rechts natürlich ein klassischer Flügelspieler als Flügelflitzer mit der Rolle Innensturmprofi am besten. Ihr seht die Rollen, Motor und Bewegungsfreiheit auf meinem Zehner. Die beiden Flügelspieler kriegen Innensturmprofi und Balance und die beiden Sechser, der eine kriegt Absicherung und Verteidigung als Schwerpunkt, der andere tiefstehender Motor und Bewegungsfreiheit. Hier in diesem Fall müsste ich das eigentlich eher so machen, dass ich meinem Thuram Absicherung und Verteidigung gebe und meinem Sissoko tiefstehender Motor und Bewegungsfreiheit. Der Grund dafür habe ich ja vorhin auch schon erklärt, damit Sissoko immer schön anspielbereit ist und wir so seinen Playstyle nutzen können. Und die Viererkette, so wie bei allen Formationen auch. So sieht das Ganze mit Ball aus. Wir haben hier Beasley und Beckham, die unsere Flügelspieler sind. Man kann auch darüber reden, hier eventuell auf Schwerpunkt Angriff zu gehen. Und das Ganze dann hier so auch zu switchen und sagen, hier Spielaufbaustil Konter, weil dann hat man wieder die Möglichkeit, sehr, sehr gut zu kontern. Sieht jetzt super, super ähnlich zum 4-2-1-3 aus. Nur, dass halt die beiden äußeren Spieler etwas enger stehen als beim 4-2-1-3. Machen wir es wieder so, wie wir es hatten. So steht man nämlich vor allem dann gegen den Ball deutlich besser, weil dann arbeiten die auch etwas mehr zurück, als wenn man hier auf Schwerpunktangriff geht. Oder man macht so, dass man zumindest einem der Spieler den Schwerpunktangriff gibt. Hier ist der Code zu meinem 4-2-3-1 Breit. Könnt ihr gerne auch abchecken. Ansonsten sind wir am Ende des Videos angekommen. Viel Spaß mit den Taktiken, Freunde. Wenn ihr noch weitere Taktiken abchecken wollt, ja, insgesamt noch zwei weitere Videos habe ich ja bereits gemacht mit jeweils vier anderen Formationen. Also insgesamt haben wir jetzt 12 Formationen und Taktiken, 12 unterschiedliche. Könnt ihr euch gerne mal austoben und die anderen Videos abchecken. Gerne einen Daumen nach oben da lassen, wenn es euch gefallen hat. Ich bin raus. Peace out. Ciao.